Die Keulen. Nicht von Pflanzen weg. Aber war gut. Hallo, willkommen in unserer nächsten Folge Road to Paris. Ihr findet unsere Serie richtig cool, aber kennt euch einfach nicht mit den Regeln der rhythmischen Sportgymnastik aus? Dann seid ihr hier genau richtig. Jetzt beginnen wir mit den Basics. Eine Fläche ist 13 mal 13 Meter groß. In der rhythmischen Sportgymnastik tritt man entweder als Einzelgymnastin, so wie wir auch, oder als Gruppe mit 5 Gymnasten. Eine Einzelübung dauert 1 Minute 30. Und eine Gruppenübung, 2 Minuten 30. In der rhythmischen Sportgymnastik gibt es 4 Handgeräte. Den Reifen. Der Ball. Die Keulen. Und das Band. It's my night and we'll do it like we always do. Louis Bag and Prada too. Show stopping makes you move. Normalerweise turnt man bei einem Wettkampf alle 4 Handgeräte als Mehrkampf. Und dann qualifizieren sich die besten 8 in einzelne Gerätefinals. Diese werden dann einzeln bewertet. Die olympische Disziplin ist wiederum nur der Mehrkampf. Jetzt gehen wir genauer darauf ein, wie sich eine Wertung in der rhythmischen Sportgymnastik zusammensetzt. Wir beginnen mit dem D-Wert, also mit dem Schwierigkeitswert. Der Schwierigkeitswert unterscheidet sich in Körper- und Gerätschwierigkeit. Wir beginnen mit der Gerätschwierigkeit. Diese setzt sich aus maximal 20 DAs zusammen. Wir nennen sie auch Masteries. Diese sind zum Beispiel Werfen und Fangen. Lange Rollen. Oder Mühlen mit den Keulen. Außerdem gibt es die Körperschwierigkeit. Diese zählt die 9 höchsten Körperelemente, zum Beispiel Stände. Drehungen. Und Sprünge. Da zählen noch maximal 5 Risikoelemente mit rein. Diese sind große Würfe mit mindestens 2 Rotationen unter dem fliegenden Gerät. Jetzt sprechen wir über die Ausführung. Hier werden die technischen Fehler von 10 Punkten abgezogen. Wie zum Beispiel ungestreckte Füße oder Knie. Und Gerätverluste. Die sind aber richtig teuer. Ball and I'm living it
Außerdem gibt es die Artistiknote. Dort werden die artistischen Fälle von 10 Punkten abgezogen. Das ist zum Beispiel fehlender Ausdruck oder Beenden ohne Musik. Außerdem gibt es sonstige Abzüge, wenn man selbst oder das Gerät die Linie überquert oder wenn die Übung länger ist als die vorgegebene Zeit. Das war's mit unserer Wissensfolge. Jetzt habt ihr das Knowledge for Paris. Jetzt seid ihr perfekt vorbereitet für die weiteren Folgen. Und falls noch mehr Interesse besteht an den RSG-Regeln, dann meldet euch doch gerne zu einer Kampfrichterausbildung an. Ansonsten liken, teilen, kommentieren. Das war's. Tschüss. I'm feeling fine.